Deshalb finde ich, dass manche Ängste falsch sind. Wer Wert auf Qualität legt, wird Wert legen müssen, dass die, die seine Schule besuchen, gut sind und wird sich dann bemühen, auch die, denen einen Schulbesuch zu ermöglichen, die aus Haushalten kommen, die ihn eigentlich nicht bezahlen können. Also davor hätte ich in einem freiheitlichen Land keine Angst. Genauso wenig wie die Finnen nicht so viel Angst haben wie wir, wenn die Schulaufsicht nicht den staatlichen Schulämtern gegliedert ist. Es gibt auch andere Länder, die haben nicht den Aufbau der staatlichen Schulaufsicht, wie wir den in Deutschland haben. Die liegen aber in den PISA-Studien merkwürdigerweise vor uns. Die haben ihren Schulen mehr Freiheiten gegeben, haben nicht die Risikoangst, sondern haben eine Innovationsidee und sind auf einmal besser. Ich erwähne das hier, weil wir, glaube ich, mal den Blick uns etwas schärfen sollten für eine internationale Szene, deren Wettbewerbsfähigkeit am Ende davon abhängt, von Wissen und Können. Und wir vielleicht geglaubt haben, wir hätten einen Stammplatz als Deutschland. Wir haben ihn aber nicht. Wir haben ihn in den internationalen Tabellen, wenn wir ihn je hatten, verloren. Und wir sollten ihn versuchen, wieder zurückzugewinnen, weil demokratische Stabilität davon abhängt, was wir in Bildung und Erziehung zustande bringen. Wir haben jetzt über Schulen und unterschiedliche Ansätze uns einige Beiträge angehört. Mich drängt es immer dazu, zu bemerken, dass aus all dem auch nichts wird, wenn Schule und Elternhaus nicht einigermaßen zusammen kooperieren können. Und alles, was ich in den letzten beiden Jahren aus der deutschen Medienlandschaft entnehme oder bei dramatisch problematischen Schulstandorten lese, führt mich zu der Bemerkung, dass ich das Gefühl habe, dass die Kompetenz von Elternhäusern gewaltig zurückgeht. Alles, was wir an fehlgeschlagenen Lebensläufen lesen, was uns zu Jugendstudien, zu verschiedenen Initiativen dann immer führt und wir uns die Augen reiben, was da passiert, hängt eigentlich mit der Bemerkung von Pestalozzi zusammen, der gesagt hat, die erste Unterrichtsstunde ist die Stunde der Geburt. Und ein Mindestmaß an Mitgift an Zivilisiertheit des Elternhauses ist unverzichtbar, wenn eine Schule gelingen soll. Das soll jetzt kein einfacher Schuldvorwurf sein an Elternhäusern, die wirklich gescheitert sind. Aber ob man das so einfach hinnimmt, alles für die Aufgabe der Schule öffentlich zu erklären, was eigentlich auch in dem Rahmen des Elternhauses mitgegeben werden muss, daran will ich mich nicht gewöhnen. Die ganzen PISA-Studien haben Diskussionen ausgelöst über Qualitätsverbesserung an Schulen. Da hat es viele Kultusministerkonferenzen gegeben. Ich habe kaum einen Beitrag gehört, der mal aus der Gesellschaft selbst gekommen ist, was die Gesellschaft denn selbst auch für einen Beitrag leisten kann, damit dieses einzigartige Experiment, ein Kind zu einer Möglichkeit zu führen, seine Chancen im Leben auszunutzen, gelingt. Ich will es deshalb so einfach ansprechen. Zweitens, was wir auch erkennen müssen, all men are created equal, hat Jefferson in der amerikanischen Verfassung gesagt. Aber Gleichheit ist ja nicht die Gleichheit der völligen Identität aller Menschen, dann würde ja einer im Prinzip genügen. Sondern der Zufall, der bei der Kombination unserer Erbanlagen waltet, macht uns zwar alle einzigartig, aber eben einzigartig unterschiedlich. Also muss ich ein Schulsystem, ein Elternhaus, eine Gesellschaft, die Pflege der Unterschiede, und damit sage ich es jetzt positiv, die Pflege der Talente, die auch in Unterschieden stecken, ja zum Ziel machen. Ich begegne aber immer noch vielen Menschen, die fürchten, dass Freiheit anderen mehr nutzt als ihnen selbst und nahezu jeden Versuch verteufeln, Talentförderung zu machen, besondere Begabungen besonders zu fördern. Das Wort Chancengleichheit ist richtig und falsch zugleich. Natürlich geht es um gleiche Chancen. Aber es geht dann auch um Chancengerechtigkeit. Und deshalb auch um die Frage, halte ich künstlich im Schulsystem diejenigen, die sich schneller entwickeln könnten, auf?
um eine soziale Kompetenz herzustellen bei einem Verband eines Jahrgangs in einer Schule. Da, diese Diskussion hat uns Jahrzehnte in Deutschland bildungspolitisch beschäftigt. Das sind ganze Generationen einen integrierten Gesamtschulgedanken hinterhergelaufen, auch diesen Erwägungen. Die Ergebnisse haben gezeigt, aus meiner Sicht jedenfalls, dass diese Art der schulorganisatorischen Diskussion völlig verfehlt war, wenn der Unterricht nicht gelingt, die pädagogische Zuwendung nicht hoch ist, die Elternhäuser nicht funktionieren und nicht klar gesehen wird, dass es eben auch Unterschiede gibt und die Pflege der Unterschiede eben die Aufgabe geradezu ist. Im Übrigen sind auch die, die etwas schwächer sind, deshalb nicht verlorene Menschen in einer Gesellschaft. Auch in der beruflichen Bildung haben wir heute so gewaltig hohe theoretische Anteile, dass wir uns fragen müssen, ob wir dieses System mit den Tarifverhandlungen, die wir in Deutschland haben, weiterhin so pflegen können. Weil die überhaupt keine Chancen mehr haben, die anscheinend praktische Fähigkeiten haben. Und die in einem Flächentarifvertrag gar nicht mehr zur Kenntnis genommen werden. Also wenn schon alles falsch bei uns, dann flächendeckend. Ja. Deshalb wende ich mich auch nicht unbedingt einer Idee zu, Frau Ziegler, die verständlich ist, die uns aber in der Vergangenheit, wenn wir ein Bundeskultusministerium gehabt hätten, nicht nur Gutes gebracht hätte. Auch ein Bundeskultusministerium unterliegt Mehrheiten. Es gab ja ganz begeisterte Anfänger, wie ich es vorhin gesagt habe, einer Schulform, die gesagt haben, sie wollen nicht mehr das dreigliedrige Schulsystem. Im Übrigen auch zu einer Zeit, in der die Private gar nicht wollten. Die deutschen Kinder, so war man der Auffassung, werden am besten erzogen, wenn das in öffentlich-rechtlichen Schulangeboten stattfindet. Ich hätte mich nicht davor gefreut, durch ein Bundeskultusministerium mit einer entsprechenden Mehrheit in Deutschland überall nur noch Gesamtschulsysteme zu haben. Ich glaube, dass der Wettbewerb, der im föderativen System da ist, auch ein produktiver Wettbewerb sein kann. Sie brauchen auch kein Bundeskultusministerium, um in Mecklenburg-Vorpommern die Qualität der Schulen zu erhöhen. Meinen Sie es doch? Ja. Auf was warten wir denn? Wiesbaden braucht doch kein Bundeskultusministerium zur Qualitätsverbesserung der Schulen. Stuttgart auch nicht. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Was müssen wir können? Ich glaube, dass wir am Ende nicht vorbestimmen können, weder als Eltern noch als Lehrer, was sich am Ende einer Schulzeit oder am Ende von Angeboten im Kopf eines Menschen an Fähigkeiten herauskristallisieren. Wir haben in etwa eine Ahnung, worauf wir hinaus wollen, ob es in jedem Fall beim Einzelnen gelingt ist, ist nahezu oft auch ein Glücksfall. Ich glaube, dass wir fertigbringen sollten, dass Menschen eine Lernkultur entwickeln, eine Zuwendung zu Sachen, dass sie eine hohe Motivation entwickeln, selbst etwas zustande zu bringen, allein oder mit anderen zusammen. Dass sie das in Identität mit ihrer eigenen Person entwickeln und am Thema dranbleiben und es als ein Stück ihres Lebens empfinden, zu einer Problemlösung beizutragen oder einen Beitrag zu leisten. Wie immer der aussieht, mit unterschiedlichen Talenten sollten wir den Einzelnen überlassen, aber einige Regeln, die für das menschliche Zusammenleben unabdingbar sind in Qualität, sollten wir vermitteln, weil eine geschriebene Verfassung nicht reicht. Eine Gesellschaft bleibt nur stabil, wenn wir Menschen haben, die auch so leben wollen. Und deshalb verlassen wir uns ja auch ungern nur auf die Institutionen des Bundesverfassungsgerichts oder die geschriebene Verfassung. Es muss schon eine Gesellschaft eigene Kräfte entwickeln zur Selbsterhaltung in Freiheit. Und ich glaube, dass das ein großer Beitrag ist, der setzt voraus, mit unterschiedlichen Abstraktionsgraden zu wissen, aus welcher Geschichte wir kommen, welche Herausforderungen etwa vor uns stehen. Wir müssen weltweit auch sehen, wer sich mit uns im Wettbewerb befindet. Wir müssen eine Fähigkeit entwickeln, uns international in den Netzen nach Spielregeln zu verhalten. Und das alles zusammengenommen ist eine so gewaltige Aufgabe, dass ich nur jedem Elternhaus und jeder Lehrerin und jedem Lehrer Glück wünschen kann, wenn wir das einigermaßen schaffen.